Wow, das hat mal richtig eingeschlagen gestern Abend. Ja, das können wir uns selber nicht erklären. Erst war die Chance auf den direkten Aufstieg weg und der Trainer ist es jetzt auch. Da hat's offensichtlich ordentlich gescheppert beim FCK. Jo, der FCK schmeißt tatsächlich Trainer Marco Antwerpen raus. Der Club steht über allem und der Club hat ein Ziel. Und der Club kann ein Riesenziel erreichen. Und dann muss ich das tun, wovon ich überzeugt bin. Okay. Trotz anstehender Relegation, trotz Platz 3 in der Liga. Offensichtlich waren die letzten 3 Spiele für Thomas Hengen und Co. zu viel. Der klang ja auch schon direkt nach dem Spiel gegen Viktoria verständlicherweise wenig glücklich. Verlieren kann man immer, aber so wie heute, so ein Auftritt ist einfach indiskutabel. Ja, absolut war er auch. Aber diese Entscheidung finde ich schon, okay, wie sage ich das jetzt am besten? Krass. Also, finde ich. Marco Antwerpen, der Trainer, der das Team vom Abstiegskandidaten in der letzten Saison zum Aufstiegsaspiranten dieses Jahr gemacht hat, muss gehen. Der Derbyheld Marco Antwerpen. Hab schon in Mannheim gewonnen, jetzt hier in Saarbrücken. Ah, das beflügelt. Der Publikumsliebling Marco Antwerpen, der mit so viel Herzblut dabei war. Ich meine, habt ihr mal in die Kommentare unter unserer letzten Folge geschaut? Ihr wart fast alle der Meinung, dass Marco Antwerpen bleiben soll, dass er der Richtige ist und ihr standet voll hinter dem Coach. Und vor 3 Wochen hat Thomas Hengen ja noch verkündet, dass sich sein Vertrag bei Aufstieg automatisch verlängert. Genau so ist es. Und jetzt wird er noch vor der Relegation rausgeworfen. Und mit ihm übrigens auch gleich Frank Döpper. Und Fritz Fuchs ist dann auch direkt mal von all seinen Ämtern zurückgetreten. That's the business, offensichtlich. Das ist eine verdammt unpopuläre Entscheidung und ich habe mir das auch nicht leicht gemacht. Und hier geht es auch nicht um Personen, um Einzelschicksale, hier geht es um den Erfolg des Vereins. Der erste FC Kaiserslautern hat eine riesen Chance, was zu erreichen, in die richtige Richtung zu gehen. Und ich als Verantwortlicher muss natürlich die Verantwortung übernehmen, die werde ich auch immer nehmen, wenn ich davon überzeugt bin, dass das für den Verein das Allerbeste ist. Ich finde ja, jetzt stehen die Worte von Marco Antwerpen bei der Pressekonferenz am Freitag vor dem Spiel gegen Viktoria mal in einem ganz anderen Licht da. Ich glaube, dass wir hier ein richtiges Team haben, die sich, glaube ich, gefunden haben, die über ja, viele innere Widerstände diese bekämpfen mussten, immer mehr zusammengewachsen sind. Unterm Strich muss man dann halt sagen, wir spielen, glaube ich, die erfolgreichste Drittligasaison, seitdem der 1. FC Kaiserslautern, glaube ich, in dieser Klasse halt spielt. Man kann halt sehen, dass der ganze Verein, glaube ich, zusammengewachsen ist und nur gemeinsam können wir eigentlich sportlich erfolgreich sein. Und dafür möchte ich mich eigentlich nochmal bei allen aufrichtig bedanken, die, die diesen Verein leben, lieben und, glaube ich, auch für den Verein arbeiten. Da, wo Emotionen sind, da werden Fehler gemacht und die haben wir mit Sicherheit auch gemacht und wir versuchen aus diesen Fehlern, glaube ich, auch zu lernen. Für mich stellt sich jetzt die Frage, was war das? War es einfach nur sein Anliegen, mal ein paar Sachen loszuwerden? Oder wusste er da schon, dass es möglicherweise eng werden kann? Weil so eine Ansage war ja bisher eigentlich so gar nicht sein Ding. Ich fand's cool, aber geholfen hat's ja offensichtlich nicht. So, jetzt lasst uns nach vorne schauen. Denn der neue Mann ist ja schon da. Dirk Schuster. Ja, hallo erstmal in die Runde hier. Und dass der Aufstieg kann, das hat er ja schon mal bewiesen. Mit Darmstadt 98 gelang ihm mal so ein richtig schöner Durchmarsch. Von der dritten Liga in die Bundesliga. Okay, schon klar, nicht gleich übertreiben. Jetzt geht's erstmal in die Relegation und Schuster soll's also richten. Ich bin sehr froh und auch sehr glücklich, diese Herausforderung annehmen zu dürfen. Ja, bedanke mich auch für das Vertrauen, das man hier in mich setzt und versuche es natürlich auch zu rechtfertigen, mit Leistung zurückzuzahlen und am besten jetzt gleich in den 2 Spielen in die 2. Liga aufzusteigen. Mit Thomas Hengen hat Dirk Schuster übrigens schon mal zusammengespielt. Die beiden kennen sich also schon und offensichtlich verstehen sie sich ja. Das klingt doch schon mal alles ganz gut. Allerdings einen Fehler habe ich bei Schuster dann doch gefunden. Ja, er hat mal beim Waldhof gespielt. Da legen wir jetzt einfach mal den Mantel des Schweigens drüber. Nobody's perfect. Und ja, ich weiß, die absolute Mehrheit von euch wollte, dass Marco Antwerpen Trainer beim 1. FC Kaiserslautern bleibt. Aber es ist anders gekommen und so ist es jetzt. Und jetzt will ich natürlich wissen, was ihr vom neuen FCK-Coach haltet. Dirk Schuster und der FCK. Passt das? Steigen die Roten Teufel tatsächlich mit ihm auf? Und was, wenn nicht? Also nicht, dass das jetzt eine ernsthafte Option wäre.
Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann am Montag hier wieder, dann mit ganz vielen schönen Bildern und einer kleinen Überraschung. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Und ja, ich weiß, die letzten 3 Wochen waren echt irgendwie uncool. 3 Niederlagen, Unruhe im Verein, irgendwie alles doof. Deswegen jetzt Blick nach vorn, volle Konzentration auf die Relegation und dann geht's in die 2. Liga. Deal? Super. Tschüss zusammen, macht's gut und tschö Marco und Frank. War eine gute Zeit mit euch.